Servus meine Freunde, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Heute bauen wir einen Gaming-Stuhl zusammen und zwar habe ich mir einen neuen Stuhl gegönnt und zwar von Arozzi, das Modell Bernazza in Schwarz mit Kunstleder. Kostet momentan auf Amazon circa 300 Euro, gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mir das komplett in Schwarz geholt, gibt es auch mit Rot, Schwarz und so weiter und so fort. Da müsst ihr einfach mal unten in die Videobeschreibung reinschauen. Und mein Stuhl, der ist ja schon in die Jahre gekommen, den habe ich jetzt schon seit 2, 3 Jahren und der hat gerade mal 130 Euro oder sowas gekostet und da löst sich jetzt leider das Kunstleder und dementsprechend habe ich hier überall, vielleicht, wenn ihr das sehen könnt, so kleine weiße Fetzen auf dem Boden und so weiter, weil ich die überall hin und her schleppe. Und ja, es wird Zeit, dass wir den jetzt ersetzen und zwar mit diesem Teilchen hier. Wir fangen an. Also hier haben wir auch schon die Rückenlehne. So sieht sie aus. Ich halte mal näher an die Kamera. Ich verstelle, glaube ich, gleich die Kamera nochmal. So sieht die Rückenlehne aus. Wir haben hier oben auf jeden Fall ein Kissen. Super, super bequem. Und hier unten im unterm Rückenbereich haben wir auch nochmal ein Kissen, welches wir natürlich dann hier auch verstellen können. Ja, sieht alles sauber verarbeitet aus. Auf der Rückseite steht hier auch nochmal Arozzi. Sehr schön. Hier oben natürlich auch. So, legen wir das mal beiseite. Nochmal Schaumstoff. Dann haben wir hier das Bodenteil. Hier kommen dann auch gleich die Rollen nochmal dran. Die werden wahrscheinlich bloß noch reingesteckt und gut ist. So, hier haben wir eine Bedienungsanleitung. So. Also hier haben wir die Hebel. Die haben dementsprechende Aufkleber für die Funktion. Und dann haben wir hier die Federung, zwei Abdeckungen und auch die Abdeckung für die Feder sowie Montagematerial. Ach, sehen aus wie Handschuhe. Und dann haben wir hier noch schöne ordentliche Rollen, die sind richtig, richtig fett und somit sollten die eigentlich auch sehr viel aushalten können. Ich glaube bis zu 140 Kilo. Maximalkraft blende ich auf jeden Fall noch mal ein, falls ich mich da irre. Und ja, so, weiter geht's. So, hier ist leider sehr viel Chaos, weil ich hier auch sehr, sehr viel umbaue hier gerade. Oder umstelle, besser gesagt. Hier, meinen Computerbereich habe ich ja auch komplett noch mal umgebaut. Werde ich auch noch mal zeigen. Vielleicht werde ich einfach auch noch mal eine Roomtour machen. Das habe ich hier noch nie gemacht. Um einfach mal zu zeigen, was ich hier so habe. Es hat sich hier auch was geändert an der LED-Leuchte da oben. Naja, später dazu mehr. So, hier ist die Einheit unterm Sitz. Da können wir das Ganze hier auch einstellen, wie weich dann der Rückstoß sein soll. Also hier an diesem Rädchen hier können wir das Ganze hier fein einstellen. Legen wir das auch beiseite. So, und dann haben wir hier auch schon das andere Teilchen. Super, super schwer. Ah, da steht es. 160 Kilo maximale Belastung. Und ja, das heißt, ich könnte noch 50 Kilo zunehmen. So. Also, sieht alles schön verarbeitet aus. Hier haben wir ein paar Strukturen schon irgendwie drin, aber was soll's. So, also, wir können die Armlehnen dementsprechend nach außen, nach innen verstellen. Und so wie ich das jetzt auch gelesen habe, können wir das Ganze auch von der Höhe verstellen, logischerweise. Okay, so, ab damit. Okay, also hier jetzt nochmal der Hinweis, dass bei dem Rückenteil sich seitlich noch Schrauben sich befinden. Die muss man dann halt natürlich abmontieren und dann hier an die, ja, an das untere Teil dann befestigen und dann halt erstmal langsam anziehen und dann nach und nach anziehen und so weiter. Das ist schön, passt und sich nicht verkantet. So. Na gut, dann schauen wir mal. Okay, also ich hoffe, dass wir alle Schrauben haben. Ich habe jetzt hier kein extra Päckchen gesehen, wo jetzt Schrauben drin sind. Vielleicht bin ich auch ein bisschen blind oder sowas. Aber hier sehen wir jetzt das Ganze
Material, was wir brauchen zum Installieren. Schrauben, verschiedene Imbus und so weiter und so fort. Rollen. So, Backseat. Mhm. So, mal gucken, mit was wir jetzt hier beginnen. Natürlich mit dem Backseat, also mit dem Rückenteil. Mhm. So, hier seht ihr ja das Loch und hier, da kommt es dann so drauf und dann drückt ihr das bloß noch so rein. Et voilà. Das war's auch schon hier. Gut, besser geht's nicht, aber keine Ahnung. So, und hier, ja, da geht's leichter. So, also. Das hier ist vorne und hier müsst ihr dann einmal diesen Flip-Up und hier diesen Flip-Down montieren. Also rechts Flip-Down, links Flip-Up. So, okay. Also hier auf der Unterseite haben wir jetzt die vier Schrauben und alle Schrauben, die ihr benötigt, die sind hier schon festgedreht. Also da braucht ihr dann auch nicht suchen im Lieferumfang, die sind hier schon überall dran. Ja. So, weg damit. Eine Schraube. So, also hier ist ja das Rückenteil. Das heißt, das hier ist vorne. Und dann müsst ihr halt schauen, dass dieses Teil bzw. dieses Löchchen nach hinten zeigt. So. Also schön auch über Kreuz anziehen das Ganze. Na gut, so, okay, jetzt kommen die Räder dran. So, und die stecken wir dann einfach nur noch drauf. Oh, die sind super leichtgängig. Sehr geil. So, jetzt haben wir hier die Feder. So, Deckel ab, reinstecken. So, das hier kommt jetzt gleich drauf. So, und dann kommt jetzt nur noch die Sitzeinheit oben drauf. So, machen wir das mal überall sauber, so ein bisschen. So, und dann ja, einmal Probe sitzen hier. Also gut, also wir haben hier Armlehnen, 3D-Armlehnen, sprich die sind in verschiedenen Richtungen einfach einstellbar. Wie zum Beispiel hier könnt ihr das Ganze nach vorne ziehen, nach hinten ziehen. In der Höhe könnt ihr das Ganze natürlich dann verstellen und auch vom Winkel her, also 12 Grad innen oder außen und ganz genau, so nach vorne, wie ihr das Ganze mögt. Hier an der Seite haben wir einmal einen Hebel wie beim Auto, damit wir die Rückenlehne verstellen können. Das heißt, jetzt kann ich hier wunderschön zurück und ich kann hier wirklich extrem weit zurück und das Ding hebt wunderbar. Ich habe jetzt hier auch meine Füße in der Luft und ja, da passiert nichts. Ich bin überrascht, voll geil. So. Und dann wieder zurück. Natürlich können wir das Ganze hier auch unten einmal Höhen verstellen, indem wir das einmal so runterdrücken oder halt runterstellen. Und hier auf der Seite haben wir einmal die WIP-Funktion, also hier unten den Schalter. Wenn wir den einmal hier nach unten drücken, dann können wir uns schön nach hinten wippen und den Widerstand, den stellen wir unterm Sitz ein am Rädchen, was ich euch da am Anfang gezeigt habe. Also ich finde den Sitz auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil und ich bin froh, dass ich jetzt meinen alten Sitz auf jeden Fall schon mal ablösen kann.
Ah, herrlich. Und das Kissen ist natürlich super. Jetzt bin ich hier natürlich voll geschwitzt, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, hier seht ihr jetzt nochmal meinen alten Stuhl und da seht ihr auch die ganzen Stellen, wo sich das Kunstleder schon gelöst hatte. Und überall hier auf dem Boden haben wir so weiße, ja, so weißes Kunstleder halt. Und ich bin wirklich froh, dass ich den jetzt hier ablösen kann. Wobei er optisch mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Natürlich mit dem ganzen Weiß hier, was ich hier hatte, hat das natürlich wunderbar gepasst. Aber der muss weg. So, meine Freunde, das Video fast fertig geschnitten. Was jetzt noch fehlt, ist das Fazit. Und dieser Stuhl, der steht jetzt hier schon seit circa 2 Wochen. Und ich habe den auch schon mehrere Stunden hier gut eingesessen. Auch schon mehrere Stunden am Stück, also 10 Stunden oder sowas. Der Stuhl war immer noch super bequem, vor allen Dingen durch diese Verstellmöglichkeiten kann man halt wunderschön einmal die Position einmal ein bisschen wechseln, ein bisschen liegen, ein bisschen sitzen normal wieder und den Kissen hoch. Also wirklich sehr komfortabel, muss ich sagen. Und deswegen finde ich den Stuhl bisher einfach nur noch, ja, er ist geil. Er ist geil, liebe Freunde. Ja, mega. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen. Wenn nicht, dann nicht. Lasst es sein. Also, ciao.